Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir Sky Sanctuary und das ist ein Pfeil- und Bogen- und Katana-Spiel. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, um Gottes Willen, das haben wir schon millionenmal erlebt. Stimmt, aber dieses Spiel hat die Besonderheit, dass es sehr schwer ist, in meinen Augen. Also du musst wirklich hart trainieren, damit du überhaupt in den nächsten Modi, dass du den überhaupt freischalten kannst, dass du überhaupt aus dem Training raus kannst. Das ist schon mal sehr interessant. Bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren Woodghost VR, Opermann Events, Peter Wasmeyer, Andi De Felser, VR Ambassador und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Ich habe schon auf meinem englischen Kanal ein bisschen gezockt. Und ja, das ganze Spiel ist nicht so groß. Also es gibt zwei Sachen, die wir machen können. Wir können entweder mit Pfeil und Bogen zocken oder mit einem Katana. Das hier ist das Trainingsgebiet. Das brauche ich euch eigentlich nicht mehr zu zeigen. Wir können jetzt hier nämlich hochgehen. Entweder zu Fuß. Also wir können nur Teleport machen. Was anderes scheint es hier nicht zu geben. Und es gibt halt zwei Wege, die wir gehen können. Einmal da vorne links, da gibt es die Pfeil- und Bogenspiele und rechts, da gibt es Katana. Und wir gehen einfach jetzt mal rechts. Wir können entweder zu Fuß hingehen oder den B-Knopf gedrückt halten und uns einfach dahin teleportieren. Das ist die Trainings-Area, das ist hier der Zentralplatz, Bogenschießen und Katana. Und wir gehen jetzt aber mal zu Fuß hin, damit ihr auch mal ein bisschen seht, wie cool das hier aussieht. Also es sieht eigentlich so ganz schick aus. Ne? Klar, wir haben Comic-Grafik und so, aber hier zum Beispiel der Baum, das gefällt mir echt gut. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Ne? Wir gehen jetzt halt hier die Treppe mal hoch. Und hier, das ist unser Kollege, der uns immer alles sagt. Und wir müssen uns jetzt halt hier hin teleportieren. So, da vorne ist Highscore. Ne? Da könnt ihr sehen, was hier alles an Highscore gemacht hat. Und wer Highscore macht. Hier unsere Tasche, da können wir noch irgendwelche Sachen hier hinschmeißen. So, wir haben jetzt ein Spiel geunlockt. Und zwar Speed Slice. So. Was der hat? Ah, Training. So, jetzt geht's los. 3, 2, 1. So, wir müssen jetzt hier diese Bälle slicen. Und dafür haben wir eine Minute Zeit. Shit. Und es ist tatsächlich nicht immer so einfach, wie man meint, weil man die wirklich sehr genau treffen muss. Scheiße, Junge! So, 17 Sekunden noch. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich das eigentlich besser treffe, als es hier den Anschein hat. Aber naja. So. That was too slow. What? What? Ich muss 15.000 Punkte haben, um das nächste. Das ist ein bisschen krank eigentlich. Naja, versuchen wir es nochmal. Also ich finde das Spiel zu schwer halt, muss ich ganz ehrlich sagen. Junge, das ist doch Schwachsinn. Pff, lächerlich. Wirklich. Thank you.
No, 8400, weißt du was? Ich gehe hier. Ha, ist doch verrückt. Ist doch völlig krank. Ha. Nee. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich habe ja auf meinem englischen Kanal das auch schon versucht. Also für mich ist das ein Rätsel. Das ist viel zu schwer. Ha. Und man kann halt irgendwie angeblich dann auch noch andere Spiele hier freischalten. Wenn man gut genug ist, was ich halt einfach nicht bin. Ich müsste hier halt wirklich jetzt noch sicherlich eine Stunde üben, um das hinzukriegen. Dafür habe ich natürlich jetzt keine Zeit und will euch auch nicht langweilen. Wir gehen aber jetzt mal zu Fuß. Wobei, ich zeige euch einmal kurz, wie das mit dem Teleportieren geht. Einfach die B-Taste gedrückt halten und dann hier zack. Und seht ihr, jetzt sind wir hier auf diesem Zentralplatz. Achso, Settings-Menü, ja. Hier können wir halt noch einstellen, welche Hand wir haben wollen, Audio, Graphics und so. Nichts wahnsinnig Aufregendes. Es gibt kein Smooth Locomotion. So, und jetzt gehen wir mal hier schauen. Ich meine, man kann hier auch noch anderen Mumpitz machen, ne? Düdüm, düdüm, düdüm. Oder man kann hier diese Kerzen ausmachen und so, wie man Spaß hat. So, wir gehen jetzt aber natürlich mal schön da unten Pfeil und Bogen spielen. Da hinten geht es einfach nicht weiter. Ich meine, wir können mal eben schauen hier, aber im Prinzip nichts. Ich mag diese verrückten rosa Bäume hier irgendwie, warum auch immer. Gefällt mir. So, hier ist dann auch wieder, seht ihr, die Highscore-Liste da. Und wenn wir da oben auf das Podest gehen, da geht dann immer das Spiel los. Hier. Und hier gibt es im Moment erstmal zwei Spiele. Die müssen wir dann halt, also das Precision, das kann ich euch mal zeigen. Also wir nehmen jetzt natürlich hier den Bogen. Und wir müssen jetzt hier drauf schießen, um das Spiel zu starten. New Best Score 525. Ah ja. Ist das gut oder nicht? Wieso macht er denn jetzt nicht weiter? Ah ja, genau. Und dann gibt es jetzt noch vier andere. Ich habe erstmal nur das Memory geunlockt. Und das ist halt ein Memory-Spiel, ne? Ihr könnt euch ja vorstellen, wie gut ich in sowas bin. Und wir können sogar erst immer nur das Training spielen. Müssen verschiedene Punkte uns freischalten. So, jetzt, das müssen wir uns jetzt merken. Das kann sogar ich mir noch merken. Fuck. Junge! Es geht halt unendlich irgendwie, habe ich das Gefühl. So, das war's aber dann auch, glaube ich, schon mit meinem, was ich mir merken kann, ne? Geht sogar noch. 1400. Es geht halt wirklich so lange, bis die Zeit verloren. Also, bis man keine Zeit mehr hat. Was sagt der? Runde 5? Oh Mann.
Na. Ach, scheiße. Dem, 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 dem. Oh, das ist so groß. Das ist so groß. Scheiße. Ich weiß nicht, wie viel. Oh Mann. Na. Pelvis? Was für ein Pelvis? Oh Gott, nicht noch mehr, ihr Verrückten. Oh nee, da kann ich mir nicht merken jetzt mehr. Ich kann mir nur da oben die merken. Scheiße. So, den Rest habe ich vergessen. Junge! Die Katze war da oben, oder? Nee. Dem, 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 dem. Infinite Ammo. Oh. Nee, ist mir zu schwer. Ah, komm schon. Hä, das geht unendlich, das ist Schwachsinn. Wollt ihr mich verarschen? Hä? Oh, doch nicht. Doch nicht. You've beaten your personal best score. Ah, wir haben tatsächlich einen neuen Game Mode. Den gucken wir uns mal kurz an. Dynamic. Huch. You perform well. Einmal kurz. Ach du Scheiße. Oh, du Drecksack. Wie lange geht das? 100? Heilige Scheiße. Was ich halt ganz cool finde, ist, dass du unendlich Schuss hast und dass du auch
wirklich präzise zielen musst. Ne? Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie einfach ist. Ne? Guck mal, übrigens, dem kann man hier auch eins reinknallen, dem Kollegen. Naja, wie auch immer, Leute, ihr habt gesehen, es gibt zwei Spiele, die man machen kann mit verschiedenen Modi, auch im Challenge-Mode hinterher. Und ja, das Ganze erfordert Präzision. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Sky Sanctuary, ja, was soll ich sagen? Ich habe über 1000 VR-Spiele gespielt und das ist für mich nun wirklich nichts Besonderes mehr. Das habe ich schon gefühlt Millionen Mal sowas gespielt. Pfeil- und Bogenspiele und Katana-Spiele und alles. Bei dem Spiel ist ganz witzig, dass es halt relativ schwer ist. Ja, das heißt, du kannst es nicht einfach so immer mal eben durchzocken oder was. Ne? Du musst schon ein bisschen trainieren, aber letztendlich, das Pfeil und Bogen ist cool. Ja? Das fühlt sich wirklich gut an. Das, aber alles in allem ist das nichts, was ich länger als eine halbe Stunde spielen würde. 9 Euro, okay, das ist auch nicht viel, ja. Du kannst halt neue Sachen freischalten und so. Kannst es auf allen VR-Brillen spielen. Das finde ich auch ganz cool. Aber für mich persönlich ist das halt nichts Besonderes. Nichts, was irgendwie im Jahr 2020 noch irgendwelche Aufmerksamkeit erregen würde. Schlecht ist es halt trotzdem nicht. Sky Sanctuary, Leute. Wenn ihr Bock habt, schaut doch mal auf meinen Twitter-Account. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Da gibt es auch immer die neuesten Kurzmeldungen. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Haut rein. Ciao. Voodoo.de